Hi Leute, was geht ab? Heute mal wieder zu einer neuen Party auf meinem Kanal. Ich hoffe, der Ton geht so wie er ist. Ich habe ihn letzten Part geguckt und fand ihn eigentlich ganz gut. Das ist Part. Ah, shit, ich glaube 24. Und genau, ich würde sagen, wir starten einfach los. Nicht viel zu reden, einfach durchstarten. Das ganze Overwatch, was ist das überhaupt? Ja, wir bekommen Clips reingeschickt von Hackern. Wir überprüfen, ob sie die Leute wirklich hacken oder nicht. Und dann entscheiden wir, was wir ankreuzen am Ende. Wallhack, Aimhack, was auch immer. Und das kriegt dann Wolf zu sehen. Und dann werden die Hacker entweder gebannt oder wenn es keine Hacker waren, dann passiert gar nichts mit denen. Und ja, das Ganze ist eigentlich das Overwatch-Prinzip. Wenn Leute 11 oder 9, keine Ahnung wie viele Votes oder Reports im Game bekommen. Ja, genau. Das dauert ein bisschen lange. Oh, das geht schon. Gut. Ich hoffe, es hängt nichts im Overwatch. Wäre ziemlich dumm, sonst müsste ich ja in-game anfangen mit dem Ganzen, weil dieser ganze Ladebildschirm, der frisst irgendwie, glaube ich, schön Ressourcen. Was? Das ergibt keinen Sinn, glaube ich. Der frisst ziemlich am RAM. Und ja. Vielleicht beeinträchtigt das da ein bisschen meine Aufnahme. Aber läuft ja ganz gut. Vielleicht ist es ja einfach nur ein ganz großer Hacker. Der Joke. Oh mein Gott. Okay. Ja, lesen wir uns das doch den. Okay, zu spät. Gut, schauen wir uns das Ganze mal an. Bisschen laut auf meinen Ohren. So. Wie gesagt, oh, stimmt. Es laggt ein bisschen, nicht wundern. Und das sieht richtig cool aus. Es laggt ein bisschen, weil ich gerade was rendere. Genau. Und, ja, nicht wundern, wie gesagt. Das war easy peasy lemon squeezy. Er ist ein bisschen so. Okay, ist ganz okay. Ja, gut, ich dachte gerade einen kurzen Moment, dass er da ein bisschen, ihr wisst schon. Aber war ja doch nicht der Fall. Ah, da hat man ihn gehört. Da hat man ihn gehört. War richtig schön. Oh, das war keine gute Idee. Jetzt weiß man auf jeden Fall. Ah, jetzt. Okay, das war vielleicht doch nicht so eine dumme Idee. Oh Mann, der spielt sehr komisch, aber der hat eine Wasteland Rebel. Die sieht ja richtig cool aus. Was? Was? Was war das? Ich gehe mal davon aus, dass das ein Fehler war. Ein Fehler im Overwatch. Sonst tut es mir wirklich leid. Ich werde den Overwatch nicht vertagen. Er spielt ziemlich. Ich weiß nicht. Was war das denn gerade? Ich frag mich das gerade. Ich weiß nicht, habe ich kurz geblinzelt oder war das echt so ein Moment, wo man einfach nur. Ey, das ist aber eine ziemliche Schuld vom Overwatch. Wow. Aber versuch doch nicht durch die Wand zu schießen diesmal, obwohl das ziemlich legitim wäre. Weil er es letztes Mal auch versucht hat. Hier versucht ihn jemand durch Wand zu. Was zur Hölle? Man hat ihn gar nicht gesehen. Und der Gegner versucht ihn bereits anzuschießen. Vielleicht hackt ja der Gegner, ne? Vielleicht ist das ja so ein Report-Battle. Oh, das war komisch, das war komisch. Aber bis jetzt noch ganz normal. Hier auch ganz normal. Und der letzte hat da wahrscheinlich eine Ansage bekommen, wo der ist. Ja, ich meine, das sieht man auch auf der Map jetzt. Oder? Sieht man es auf der Map? Ja, ich glaube, man sieht es auf der Map. Aber er spielt sehr komisch. Das muss man sagen. Er spielt sehr komisch. Ob er jetzt wirklich im Endeffekt cheatet oder nicht, das ist eine andere Frage. Er spielt sehr seltsam. Genau, aber ich würde mal sagen, wir warten einfach mal weiter, was kommt. Das ist immer so eine unnötige. Also so, warum pusht der denn durch? Ich weiß nicht, warum. Also was heißt pushen? Warum geht denn der da durch, obwohl da Gegner sein könnten? Hat er? Er hat gesteppt, glaube ich. Ich glaube, er hat gesteppt. Ich habe Steps gehört. Okay. Ich weiß nicht. Für mich sieht das ganz normal aus, aber vielleicht hat er doch so eine kleine Vision. Vielleicht hat er da doch so eine kleine Ahnung. Wer weiß, wer weiß. Das weiß keiner. Oh. Ich glaube einfach, es sieht für mich so aus, als würde er hacken, weil ich gerade was rendere. Ich sollte echt nicht mehr rendern, während ich aufnehme.
Da ist ja eine Smaug. Das weiß er auch jetzt, weil man hört die Schüsse. Man sieht die Schüsse. Okay, nee, alles gut. Ich dachte, das wäre so ein Anfängerfehler, wenn es ums Hacken geht. Ha! Wenn ich cheaten würde, würde ich genauso spielen, aber wie gesagt, ne? Das ist halt total legitimer Shit halt. Ich sag nur, wenn ich cheaten würde, würde ich auch legitim spielen und das heißt, ich weiß nicht, ob hier ein Hacker ist oder nicht. Oh. Oh komm, er steppt nicht. Okay. Das wäre ein sehr komischer. Aber er weiß das irgendwie alles schon. Er weiß das schon irgendwie alles. Hier weiß er hat nicht viel Munition. Nein, 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 nein. Okay. Oh, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das war ganz. Das war nicht normal. Das war nicht normal. Ich würde sagen, ziemliche Luckshots. Ich drück ihm jetzt. Also ich würde jetzt wegen diesem Vorfall kein Aimbot drücken oder so. Aber das war schon ziemlich komisch. Er wusste schon immer, wo er pre-aimen musste. Auf Heaven war klar. Ich glaube, man hat Steps gehört, aber links unten das. Oder andersrum. Links unten war klar. Heaven war aber auf keinen Fall klar. Ja. Ich finde es eine gute Idee, in einem Moment mal anzuschießen. Einfach mal damit die Gegner denken, dass da gleich jemand durchkommt. Bisschen müde. Es ist ungefähr. Na, ich kann nicht sagen, wie viel Uhr es ist. 8.05 Uhr. Sehr in der Früh. Ich dachte, ich nehme mal auf. Und ja. Nee, ich weiß nicht. Ist ganz normal. Ich meine, okay, das. Oh mein Gott, das auf Cash, ja. Das, Cash, klar. Das auf B, es war schon ziemlich komisch, aber naja. Jetzt nicht wirklich Hacker verdächtig. Obwohl, verdächtig ist er schon, aber. Es muss jetzt kein Hacker sein. Sehr leise. Ein bisschen zu leise. Oh, ja gut. Da hat man seinen Kopf gesehen. Ich verstehe nicht, warum der Gegner ihn nicht gesehen hat. Wieso planten die denn die Bombe nicht? Oh, das war komisch. Sehr komisch. Oder? Nee, das hätte auch eine Ansage sein können. Vom Mate. Ja, das könnte eine Mate-Ansage gewesen sein. Einfach nur eine Info. Keine Ahnung, seht ihr Hex? Ich sehe keine Hex. Das ist halt. Vielleicht hat es mir einfach gefehlt, ein bisschen zu spielen. Aber ich habe jetzt mal die letzten Tage ein bisschen gespielt und. Wirklich ein bisschen. Eigentlich eher mit dem Smurf am meisten. Was war das denn gerade? Hat er den verfolgt? Oder irre ich mich? Ich irre mich wahrscheinlich. Ich habe viel mit dem Smurf gespielt. Sehr viel. Ich würde sagen, ungefähr 20 Runden irgendwie. Keine Ahnung. Hat mir auf jeden Fall ein bisschen was über Hacker beigebracht, weil ich habe mit dem Smurf komplett von Null angefangen. Und ich hatte auf jeden Fall 10 Hacker gefühlt. Und ich rede von einem Match gefühlt. So, jeden Match 10 Hacker. Das klingt jetzt nicht so logisch. Aber wie gesagt, ist ja nur gefühlt gewesen. Ja. Das ist ganz normal. Das ist ganz feiner Bursche. Finde ich jetzt ehrlich gesagt total legit. Er spielt einfach nur gut. Vielleicht ist er ein Smurf. Ne? Jedenfalls. Die Runden, die ich gespielt habe mit einem Smurf, müsst euch das so vorstellen, ab MLG, LEM meine ich, LEM, genau, ab LEM wird halt ziemlich schwer, ich wurde sehr weit drunter gerankt wieder, auf AK ungefähr, weil man einfach die ganze Zeit jede Match Hacker hatte, das ist krass gewesen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass wenn man gegen einen Hacker spielt, man direkt mehr weiß über Hacker, so ist es nicht, man muss selber hacken, um das zu lernen.
Deshalb werde ich da irgendwas mit den mit Bots machen. Oh, guck mal, wie genau er jetzt hinter der Tür steht. Er hat halt so förmlich gewartet auf den Gegner. Also hat das ein bisschen ausgesehen, aber. Genau, jetzt ist wahrscheinlich die letzte Runde. Sieht auf jeden Fall ganz normal aus. Wir haben wohl wieder keinen Hacker. Ja. Ist jetzt schon eine Weile her, dass wir einen Hacker hatten, hä? So, für mich jedenfalls. Hier boostet er schön. Heißt, wahrscheinlich hat er schon Kommunikation am Start. Oder Premates. Wieso reportet ihr denn solche Leute? Das ist ganz normal, Mann, oh Mann. Ja, okay, Mann, ich hab's letztens schon gesagt. Da kann ich selber nichts, kann ich selber nicht sagen, dass das schlecht ist. Ich meine, ich reporte auch manchmal Leute und dann hacken die wahrscheinlich doch nicht. Ich mach's immer zur Sicherheit. Oder oft mach ich's halt gar nicht, aber. Ja. Halt nur, wenn jemand wirklich Raid checkt, ne? Hier steht in der Base und dann bam, 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 bam. Ich glaube, so welche Hacks gibt's immer noch. Ich weiß gar nicht. Gut, okay. Ich hab kurz in meinem Gehirn nachgedacht, tut mir leid. Hat ein bisschen gedauert, um das Ganze zu prozedurieren oder wie man das nennt. Zielhilfe hat er nicht, ja. Das hat mich, ich bin mal gerade das Match durchgegangen in meinem Kopf. Zielhilfe hat er nicht. Eine Sichthilfe könnte da sein, aber es sind halt viel zu wenig Beweismittel dafür. Viel zu wenig Beweismittel. Jetzt übrigens fällt mir ein, dass ich einfach in den vergangenen Overwatches viel zu oft einfach darauf gegangen bin, obwohl es einfach zu unzureichend war. Deshalb einfach unzureichend machen. Unzureichend, hier war auch nichts dran. Spielbehinderung auf keinen Fall. Urteil abgeben. Ganz normales Match. Wie das andere auch. Nur hat er hier ziemlich weit reingelackt. Und ja. Gut, ich würde sagen, haut rein. Ciao. Wir sehen uns beim nächsten Part. Bye.